Hi und willkommen zurück. Ich bin Laria, Witch of Roses, auf TikTok, Instagram und vor allem auf YouTube. Und heute möchte ich mit euch über die Historie der Tarotkarten sprechen. Ziemlich klassisches Thema, ich weiß, aber dennoch fand ich es ziemlich spannend, wie die Tarotkarten entstanden. Deswegen dachte ich teile es mal mit euch. Zusätzlich wird dieser Teil in zwei Teile geteilt, denn immer am Ende jedes Teils spreche ich nochmal über meine privaten und persönlichen Erfahrungen. Und das Ganze würde sonst viel zu lang werden. Deswegen dachte ich mir, okay, machen wir zwei Teile draus. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Bis gleich. Okay, fangen wir erstmal wirklich, wirklich, wirklich beim absoluten Anfang an. Wie kamen die Spielkarten überhaupt zu uns, beziehungsweise die Tarotkarten? Aber ihr werdet sehen, hinterher wurde es erst zum Tarot. Und zwar um das 14. Jahrhundert herum kamen die ersten Spielkarten aus islamischen Ländern nach Europa. Dabei waren die ersten Spielkarten, die eben in westlichen Ländern bekannt waren, ganz normale Zahlenkarten, wie die modernen Karten, die ebenfalls aus vier Sätzen bestanden. Erst so um das 15. Jahrhundert herum kamen manchen Leuten die Idee, hey, wir könnten da einfach mal Symbole draufmalen und die sozusagen ausschmücken. Und so entstanden erst eine Art von Tarotkarten. Tatsächlich kam die Idee, Symbole auf diese Spielkarten zu malen, von dem Privatsekretär des mailändischen Herzogs Filippo Maria Visconti. Kriegst zusammen. Und der Name des Privatsekretärs war Mariano de Tortona. Ich glaube, ich habe es jetzt. Und dieser verfasste auch 1418 ein Begleitbuch zu dem neuen Kartendeck für seinen Herzog, welches tatsächlich bis heute erhalten geblieben ist. Was dieses neue Tarotdeck von anderen unterschied, war natürlich die Symboliken. Zusätzlich hat er aber auch neue Symboliken erfunden, neue Karten hinzugepackt und dass noch die Reihenfolge sich stark von den vorherigen Standard-Tarot-Deck unterschied. Super interessant ist dabei auch, dass er auf seinem Tarot-Deck 16 antike Gottheiten dargestellt hat und diese für verschiedene Tugend und Laster stehen. Und sein neues Tarot-Deck inspirierte so viele weitere Menschen, ebenfalls ganz neue Decks zu entwickeln. Während dieser Zeit wurden im alten Rom, in der italienischen Renaissance, sehr feierliche und bunt geschmückte Umzüge veranstaltet. Diese Prozessionen wurden fortgeführt und diese nannte man Trionfi oder Triumphi. Und weil die Embleme auf den Symbolkarten so aneinandergereiht waren, wie die Prunkwagen auf der Corso, nannte man diese Triumphi-Karten und hinterher wurde dies zu Trumpfkarten. 1450 haben sich dann mehrere Kartenspieler auf die 22 Trumpfkarten geeinigt. Bis heute ist ganz klar erkennbar, dass zu dem Zeitpunkt diese Karten bereits die Vorläufer des heutigen Tarotdecks sind. Auch in anderen italienischen Städten wurden verschiedenste Tarotkartendecks kreiert. Aber am Ende des Tages schaffte es nur das Tarotdeck aus Mailand über Kaufleute nach Marseille. Ich kann kein Französisch, Leute. Marseille. Ihr wisst schon, nach Frankreich. Wo dann dort auch die wohl bedeutendste Tarotkartenmanufaktur entstand. Im frühen 18. Jahrhundert war das Tarotkartenspiel dann in ganz Frankreich, der Schweiz und in Norditalien so stark verbreitet und wurde so viel gespielt,
wie heutzutage ungefähr Poker in den US-Staaten. Und dennoch wurde es zu dem Zeitpunkt noch sehr selten als Wahrsager-Tool benutzt. Dies kam erst später, als zwei französische Okkultisten das System aufgebaut haben und am Ende des Tages dieses Kartenspiel, dieses Tarotkartendeck zu einem für uns heute wichtigsten Divinationstool überhaupt gemacht haben. So, das erstmal zum ersten Teil. Und jetzt lasse ich so ein bisschen eine Geschichte aus meinem Leben zum Thema Tarot folgen. Auf jeden Fall. Zum Thema Tarotkarten. Ja, zum Thema Tarotkarten muss ich sagen, hat mich immer eine Sache ein bisschen gestört. Erst einmal vorab, ich benutze sie selbst, also no judgment hier. Aber mir ist immer ein bisschen aufgestoßen, dass man die meisten Tarotkarten wirklich sehr frei deuten kann. Also ich habe das Gefühl, man kann die Farben deuten, die Symbole, und irgendwie lässt sich alles, also jede Karte ins Gute und Negative deuten, wie es gerade situationsabhängig ist. Nichtsdestotrotz gibt es extrem fähige Kartenleger da draußen. Aber aufgrund dieser großen Deutungsspektrums, mir persönlich hilft es schon, aber ich glaube, aufgrund des großen Deutungsspektrums ist es teilweise immer ziemlich vage, was bei rauskommt. Und da ist sehr, sehr viel Interpretationsspielraum, was mich persönlich immer so ein bisschen gestört hat. Deswegen bin ich so froh, dass ich das Lucifer-Tarot gefunden habe damals, als es noch erhältlich war. Das habe ich mir geholt und dieses Tarot ist komplett anders. Also mit dem arbeite ich eigentlich nur noch. Zwischendurch lege ich nochmal die anderen, aber in Notfällen lege ich immer dieses Tarot, weil dieses Tarot ist, da gibt es keine Interpretation. Man guckt sich nicht das Bild an und sagt, oh, okay, da ist eine Sonne, ja, das bedeutet das und das und ach, die und die Farben und okay. Sondern das ist tatsächlich, man hat da ein kleines Büchlein, man guckt rein, da sind 3-4 Sätze, die sagen klipp und klar, was Sache ist, da gibt es keine Interpretation mehr. Überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich, das finde ich unglaublich gut. Weil ich möchte, also wenn ich da Fragen habe, dann will ich mal so richtig, dass die richtige Antwort kommt, und zwar egal, wie hart sie ist. Gerade wenn man Probleme hat, denke ich mir so, hey, ich möchte jetzt nicht irgendwas in Watte eingepackt haben und irgendwie was schön geredet haben. Ich möchte die blanke Wahrheit. Und tatsächlich dieses Tarotdeck, das ist so krass präzise. Und eine Geschichte ist beispielsweise, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist in einer sehr schwierigen Lage seit mehreren Jahren. Und ich habe ihr dann ganz am Anfang, als die Situation anfing, habe ich ihr diese Tarotkarten gelegt. Und das ist tatsächlich ein spezielles Legemuster. Das mache ich ja auch auf meiner Homepage übrigens. Das ist das SOS Tarotkarten-Reading. Das ist auch das einzige Tarotkarten-Reading, welches ich anbiete. Da schwöre ich drauf. Deswegen. Und das Interessante war wirklich, es war ganz klar zu sehen, also da war auch die Karte des Buhmannes. Da stand ganz klar so, ja, du bist der Buhmann, egal wo du hingehst. Für jeden Menschen bist du der Buhmann. Und das stimmt sowas von. Sie ist seit Jahren ist sie der Buhmann. Sie kommt aus dieser Opferrolle nicht raus. Und egal, was passiert, sie ist immer schuld. Obwohl sie gar nicht dran schuld ist. Und man denkt sich manchmal, das ist wie verflucht. Das kann nicht sein. Also was ihr passiert, das kann einfach nicht sein. Das ist, ich kann echt ein Pessimist sein. Aber was da passiert, wo ich mir denke, selbst das ist noch zu negativ und pessimistisch für mich. Also, na, aber auf jeden Fall. Aber nicht nur das, tatsächlich wurde da ganz klar gesagt, du musst jetzt viel Wissen ansammeln, du musst dich jetzt vorbereiten, du musst jetzt auf Angriff gehen in der Situation. Sonst wird sich die Situation so wandeln, dass dein Gegner sämtliche Waffen und Armeen zusammensammelt und es wird fast unmöglich zu gewinnen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, so, hey, du musst jetzt handeln, du musst diesen Schritt gehen. Es war natürlich ein sehr krasser Schritt, es war tatsächlich auch mit Gericht verbunden. Und sie hatte natürlich Angst davor, sie wollte mir den Frieden wahren. Ich sagte so, ey, du musst. Und sie hat es am Ende nicht gemacht. Und das Ganze ist jetzt 3-4 Jahre her. Und die Situation hat sich so krass gewandelt, das hätte niemand vorhersagen können, niemand. Es sind Dinge passiert, also auch auf rechtlichem Weg, wo jeder sagt so, ja, hier nach dem Gesetz und so, na, das wird schon alles einigermaßen zumindest in Ordnung sein. Da sind Dinge passiert, da packt man sich nur an den Kopf, man denkt sich, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wirklich passieren, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das sind Dinge passiert,
Ich kann euch leider keine Details nennen, einfach auch um sie zu schützen, aber das glaubt einem kein Mensch. Das glaubt einem wirklich kein Mensch. Und ja, es ist tatsächlich wirklich so, der Gegner, the enemy, hat sämtliche Menschen auf seiner Seite und diese Person kann machen, was sie will. Sie kann gewalttätig sein, alles möglich, aber es ist okay. Es ist okay. Aber guck, atmet sie nur falsch, ist sie sofort schuldig. Also es ist wirklich extremst schlimm. Und momentan sieht es wirklich so aus, wo man sich denkt, ey, das Ganze ist wirklich schon an der Spitze. Es explodiert bald endgültig. Und es sieht sehr, sehr schlecht für sie aus. Und es ist genau das. Also es ist natürlich noch viel ausführlicher, das Tarotkartendeck, was ich gelegt habe. Aber es ist genau so passiert, exakt so passiert, was die Karten gesagt haben. Es ist so passiert, wo jeder, wie gesagt, gesagt hätte, nee, so krass kann es nicht werden, das ist unmöglich. Aber genau das ist passiert, wo ich mir denke, wow. Und das habe ich tatsächlich mit diesem Deck jedes Mal eigentlich erlebt. Jedes Mal, wenn ich Probleme hatte, wenn Menschen in meinem Umfeld Probleme hatten oder fremde Menschen, die auf mich zugekommen sind, hatten Probleme. Und ich mache immer dieselbe Legung. Deswegen biete ich sie jetzt auch an, weil das immer so präzise ist. Es kristallisiert wirklich dieses Problem heraus. Wo liegt die Wurzel des Problems? Was kannst du tun? Was sind die Gefahren? Worauf musst du achten? Worauf solltest du generell gerade deinen Fokus setzen? Dann zeigt es einem noch an, zwei Wesenheiten, die einen noch dabei unterstützen können, wenn man das möchte. Und wenn man dann diesen Weg geht, wie würde es werden? Wie geht die Sache aus? Also es ist extremst ausführliche Problemanalyse. Und ich muss sagen, ich liebe es so sehr. Und deswegen wollte ich euch nochmal sagen, falls euch so etwas auf dem Herzen liegt, schaut auch vorbei auf thewitchofroses.com. Da könnt ihr das SOS Tarotkarten-Reading buchen. Und ich würde euch dann eine komplett ausführliche Analyse zukommen lassen. Weil ich würde es nicht anbieten, wenn ich da nicht hinterstehen würde. Und im nächsten Video bei Teil 2 kommt noch eine weitere Geschichte mit demselben Tarotkartendeck. Aber dann würde ich erstmal sagen, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen, diese Historie zu Tarotkarten und diese kleine Story noch am Rande. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Tarotkarten legt, ob ihr es richtig gut gelernt habt, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Hier sind noch weitere Videos. Lasst mir doch gerne ein Abo da, abonniert die Glocke, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, seid gesegnet, passt auf euch auf und bis zu Teil 2. Also, bis dann. Tschüss!